Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, dem alten Biersüffler. Ja, heute auf dem Gabentisch haben wir ein Mischgetränk und zwar ein Radler, ein bekanntes Radler und zwar das Fürstenberg Naturradler. Ja, vom Ursprung der Donau. So schaut das aus, hat 2,5 Umdrehungen, ja, aus Fürstenberg. Und zwar der Drachen 83 hat mir es geschickt. Danke an dieser Stelle und das werden wir natürlich verkosten. Radler hatten wir schon gehabt auf diesem Kanal. Ich glaube sogar nicht nur einmal, sondern zwei oder dreimal. Ich trinke hin und wieder ganz gerne mal einen Radler, besonders natürlich in den Sommermonaten. Schwankt das bei mir ja immer so, ne, zwischen Malzbier und Radler. Und ja, da hat der Drachen richtig gut gegriffen, weil ich mag diese Naturtrüben tatsächlich lieber als die filtrierten. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich kenne es noch nicht. Ist auf jeden Fall eine Premiere. Ja, vom Etikett her, finde ich, sieht das so ein bisschen bio aus, oder? So ein bisschen so nach Natur. Kommt hier in so einer klaren Flasche. Ist vielleicht nicht ganz so optimal, weil wir wissen alle, dass die Aromen, wenn jetzt da zum Beispiel UV-Strahlung rankommt, die Aromen da drin zerstört werden. Das ist ein bisschen schade, dass das in so einer transparenten, klaren Flasche ist. Wäre cleverer gewesen, das in einer braunen Flasche abzufüllen. Einfach wegen dem Geschmack halt, ne? Weil man weiß nie, Transportweg oder so, ob da nicht so viel UV-Strahlung rangekommen ist. Aber okay, wir werden das trotzdem probieren. Ich glaube, das passt schon. Ja, Naturtrüb, wie gesagt, richtig cool. Mag ich gerne, auch gerade da, wenn diese Naturtrübe noch drin ist. Der Mario, Grüße an Jorketmis, hat es auch schon öfters mal erwähnt. Das ist richtig, das kann ich nur bestätigen. Wenn Naturtrübe drin ist, hat man einfach auch automatisch mehr Aromen, als wenn jetzt ein Bierchen filtriert ist. So, ist natürlich leichte Kost, ist klar. 50% haben wir es hier mit einem Vollbier zu tun. Wasser, Gersten, Malz und Aromahopfen ist tatsächlich drin. Und der Rest ist eine, ein Zitrusgetränk, wenn man so will. Natürlich auch mit Zucker, aber das ist jetzt nicht weiter dramatisch. Ich denke mal, wir werden das eh unten verlinken. Ja, heute auch Premiere, mal ein neues Gläschen. Ich dachte mal so, für einen Radler können wir heute mal ein bisschen was Spezielleres machen. Machen wir mal auf. Zack, offen ist es. Ja, für die Kronkorkensammler steht nochmal schön drauf, Naturradler. Ja, auf dem Kronkorken, sieht gut aus. So, Frische ist auf jeden Fall in der Flasche drin, passt auf jeden Fall alles, sehr schön. Und ich würde sagen, lassen wir mal laufen. Oh, da bin ich jetzt gleich mal richtig gespannt. Blub, 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 guter Sound. So. Uns das Ganze mal an. So, haben wir sogar ein kleines Blümchen hingezaubert. So, ich mache jetzt mal das Etikett von dem Glas mal ein bisschen nach hinten, sodass man das in der Kamera vielleicht erkennt. Ja, sieht aus wie ein Radler, ist verdammt spritzig. Wenn ich jetzt die Kamera nehmen würde und hier oben reinhalten würde, da wo jetzt einmal die Blume war, könnte man denken, hui, das ist aber eine krasse Limonade, die richtig krass irgendwie an Kohlensäure angereichert ist. Das blubbert und sprudelt und macht und tut. Da ist wieder der ganze Jacuzzi damit drin. Okay. Ja, messen kann ich natürlich an der Blume nicht, aber wir haben ja gesagt, dass wir das eh nicht machen beim Radler oder beim Malz. Ne, nur beim richtigen Bier und deswegen ist das eigentlich egal, ob da jetzt nur eine Blume drauf ist oder nicht. Aber wir hatten kurzzeitig eine gehabt, die ist jetzt wie gesagt in ihre Bestandteile aufgelöst. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, es ist definitiv naturtrüb, finde ich sehr schön sieht das Ganze aus. Ja, man kann so ganz leicht durchgucken, aber ja, definitiv naturtrüb. Schöne Zitrusfarbe, stelle ich mir auch so eine Zitrone vor, sieht sehr gut aus von der Färbung her. Und die aufsteigende Kohlensäure zeigt auch von einer besonderen Spritzigkeit. Finde ich persönlich jetzt mehr als bei dem, was mir jetzt noch in Erinnerung geblieben ist. Zum Beispiel unser Oettinger Radler. Ne? Da hatten wir weniger Spritzigkeit drin, weniger Kohlensäureaufstieg. Also aus diesem Grund finde ich schon mal ganz interessant. So, machen wir mal anschnuppern. Oh. Boah, das ist wirklich richtig intensiv. Das ist so wirklich, wie ob man... Kennt ihr bestimmt, wenn ihr schon mal Bio-Zitronen ausgepresst habt und dann mit Wasser oder so. Riecht genauso. Wirklich, also richtig toll, wie frisch vom Markt oder so, wo so ein schöner ja, Limonadenstand von früher aus den 80ern. Vielleicht kennt ihr das noch. Richtig geil. Gibt's heute gar nicht mehr, ne? So diese Limo-Stände mit diesen komischen Strohhalme, die so irgendwie so eine dicken Strohhalme waren. Das, die sind immer so spiralenförmig rot oder blau. Haben die immer so eine Farbe da noch mit drin gehabt. Und dann hat man dann immer Limo geschlürft aus so einem Plastebecher. Ja, so duftet das.
sehr angenehm. Das ist ein sehr angenehmer Duft. Finde ich gut. Riecht richtig gut. Also wenn ich jetzt so bewerten müsste, Optik und Geruch, also erster Eindruck, gebe ich 10 von 10 Punkte. Stimmt, Ästhetik und Geruch ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also das mag ich. Sympathisch. Oh, richtig angenehm auch. Mann, das möchte man da nur dran schnuppern hier schon. So, wir machen mal einen Antrunk, ihr Lieben. Ne? Zum Wohl. Auf euch, auf das Bier und auf den Geschmack. Boah, sauer macht lustig. Ja. Erste, was mir in den Sinn kommt, Natur. Das schmeckt wirklich nach Natur. So stelle ich mir Naturgetränk vor. Nicht nur, weil es draufsteht, sondern weil man es irgendwie, auch wenn da jetzt so irgendwelche anderen Stoffe drin sein sollten, man weiß es ja nie so richtig, dann ist es zumindest gelungen. Es schmeckt so, wie man sich Natur vorstellt, nämlich frisch. Und auch so, wie man sich ja eine Zitrone, eine saftige, reife Zitrone, die in der Sonne gereift ist, vorstellt. Muss ich sagen, geil. Schmeckt einfach geil. Im Antrunk sehr spritzig, sehr erfrischend das Ganze. Was ein bisschen vielleicht zu kritisieren ist, ist eine kleine Bappigkeit, die da so mitschwingt irgendwie. Ich weiß nicht so ganz wo, bappt so ein bisschen so an der Backeninnenwand. Da haben wir da so ein bisschen, so könnte der Zucker sein. Machen wir mal kurz nochmal Nachdruck. Ja. Und zwar ist es so eine Bappigkeit, die erst süß ist und dann irgendwie ein bisschen bitter wird. So stumpf auch. Ja, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so Mauram, kennt ihr Mauram-Zitrone? So müsst ihr euch das vorstellen. So dieser Effekt, der ist dann so da drin. Oder Brausepulver von Ahoy früher. Hatte auch so mit Zitronengeschmack so eine Bappigkeit gehabt, die so ein bisschen rau war. Und das setzt sich so ein bisschen so an der Backeninnenwand an. Ist nicht ganz so angenehm, hat mir beim Oettinger besser gefallen, aber dafür schmeckt das hier frischer. Nehmen wir mal einen größeren Schluck. Ja. Und in den vorderen Bereichen der Zunge, da sitzen ein paar weniger Geschmacksknospen. Da entwickelt sich dann eher das Herbere vom Aromahopfen. Bilde ich mir zumindest mal ein. Also man merkt, vorne sind mehr so die bitteren Stoffe, die bitteren Nuancen, die zum Vorschein kommen. Hinten dann eher so die säuerlichen. Also man merkt ganz klar, die Zitrone spielt hier eine sehr große Rolle. Und ja, die dominiert das Ganze so ein bisschen, so von der Intensivheit her halt. Ne? So, da ist irgendwie doch schon diese Säure, so diese Zitrone, das merkt man halt. Und das Herbere ist dann eher so im vorderen Bereich. Machen wir schnell mal einen Abgang klar hier. Ja, ist samtig. Da kratzt nichts, da beißt nichts. Brennt auch nicht oder so. Ist sehr samtig, geschmeidig. Und da kommt noch so eine leichte Fruchtsüße vielleicht nach oben. Und auch so das Herbere halt, ne? Vom Hopfen. Das merkt man dann. Ja. Fassen wir zusammen. Was haben wir da? Fürstenberg Naturradler. Ja. Natürlich erfrischend vom Charakter. Kann ich bestätigen. Würde ich so auf jeden Fall unterschreiben. Finde ich gut. Hat mir sehr gut geschmeckt. Ist auf jeden Fall was für den Sommer. Für den Winter finde ich es jetzt weniger geeignet. Da würde ich mir eher was Würzigeres, Kräftigeres wünschen. Aber so, dass es sehr leicht ist, sehr wenig Alkohol enthält, ist es wirklich ideal für, ja, für die Arbeit tatsächlich sogar, wenn man da was Erfrischendes will, was eigentlich völlig wegbrettert, so zu Mittag oder so. Oder aber auch, wie gesagt, ja, als Feierabend, Wegbierchen, Wegradler, Außenaktivitäten, ganz klar nach dem Sport oder so, da macht sich das, glaube ich, ganz gut. Also alles das, was man bei warmen Temperaturen macht. Ja, bin ich sehr zufrieden mit. Machen wir eine neue Bewertung. Würde ich durchaus 4 geben. Geben wir 4 von 5 / 6 nach 9 Bewertungspunkten. Ansonsten wären das jetzt 6 bis 7 von den alten Bewertungspunkten.
Ne, wir machen ja die neuen mittlerweile. Ich sag's immer nur wieder, sodass ihr auch genügend Zeit habt, euch umzustellen, weil wir die erste Zeit immer das Zehner-Prinzip angewandt hatten. Ja, danke Drachen dafür auf jeden Fall an dieser Stelle. Ich sag schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Biertest. Bis dahin, ciao, euer Biersüffler.